Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing, einem Let's Eat. Und diesmal ist es nicht die Vernasche die Weltbox, nein, sondern dank der lieben Patita, vielen Dank für deinen Kommentar, habe ich bei Sugarfari eingekauft. Hier, kuriose Süßigkeiten aus aller Welt, ein Online-Shop bzw. auch ein Shop vor Ort aus Berlin, aus der Hauptstadt von Deutschland. Und da habe ich mir verschiedene Sachen mal bestellt. Ich versuche es euch mal in der großen... Also ich habe mir vier... Es gibt dort... Also es gibt da einerseits Wundertüten und andererseits gibt es auch so ein, eine Abo-Box. Und ich habe mir jetzt ein Probeabo, sage ich mal, für einen Monat geholt, weil ich mal gucken wollte, wie ist das so. Und dann habe ich mir noch so vier Tüten, die sind immer so spezifisch, zum Beispiel Sauer, Happy Birthday, Veggie, Willy Wonka, USA, deutsche Kindheit, eine Frauentüte, eine Männertüte gibt es wohl auch demnächst, warum auch immer. I don't know. Habe ich mir was geholt und ich versuche es mal ins Bild zu kriegen. Oh Gott. Das sind meine sozusagen Sachen hier. Ihr seht schon einmal eine Kawaii mit dem Teddy da, eine USA-Flagge. Dann hier dieses total fette Teil. Ich glaube, die haben sich da vertan, weil es sollte eigentlich eine Himmel-Big-Box, Big-Tüte sein. Die ist irgendwie mega fett. Die hat eigentlich nur 9,99 gekostet. Und hier, das ist wohl das Probeabo. Und hier ist noch Willy Wonka. Oh. So, ui. Und ja, ich packe heute mal was aus. Das war mein Yeti. Ich würde sagen, ich packe jetzt einfach mal aus und schau mal, was da so drin ist. Ich weiß es noch nicht so genau. Ich überlege gerade, womit fange ich denn am besten an. Ich fange am besten, glaube ich, mal mit dem Probeabo an. Und in den nächsten Folgen kommen dann, also insgesamt gibt es 5 Folgen. Weil, viel. Ich fange jetzt mal hier mit dem Probeabo an. Sind auch immer so schöne irgendwie so Aufkleber drauf. Ist ganz nett gestaltet. Kam auch sehr schnell an. Gut, ist aus Berlin halt. Ich schaue da jetzt mal rein. Was ich überraschend fand, die sind auf Social Media gar nicht so aktiv, weil... Also... Die haben einen Twitter-Account, der ist seit Jahren nicht genutzt worden. Die waren vor ewigen Jahren, waren sie mal in den Medien was mehr bekannt. Mittlerweile gar nicht mehr, aber die vertreiben halt noch immer Sachen. Und das, keine Ahnung, irritiert mich ein bisschen. Ich weiß es nicht. Meine Kamera sieht so ein bisschen komisch aus. Ich will mal kurz testen, ob das mit der Aufnahme geklappt hat. Ich mache hier einen kurzen Cut und dann gucken wir hier rein, bevor ich hier esse und dann ist das Video im Eimer. Von daher... So, ich bin wieder da. Hat alles geklappt mit dem Video, alles perfekt. Also, wir öffnen jetzt die Sugarfari kennenlernen Abo-Box. Keine Ahnung, es müsste... Ich weiß gar nicht, aus welchem Monat das jetzt ist. Das ist auf denen, bei denen... Ich guck mal eben. Also, nur zur Info, es gibt einmal diese... nee, Sugarbox ist es nicht. Sugarfari-Abo. Kostet ein Probe-Abo. Also hier, das kostet 14 Euro. Halbjahres 75 Euro oder ein Jahresabo 149 Euro. Die Varianten gibt es. So. Wie heißt es so schön? Süße Weltreise. Super Sonderreiseangebot. In 183 oder 365 Tagen um die Welt. Eine süße Reise durch 6 oder 12 Länder unserer Erde erwartet auf dich. Nicht erwartet. Mit unserem Sugarfari-Abo bekommst du jeden Monat ein süßes Überraschungspaket aus einem anderen Land geliefert. Genau das Richtige für neugierige Naschkatzen oder Kater. Bei mir eher der Kater. So, wir schauen mal rein. Ich mach mal auf. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Oh, gut verpackt. Okay. Schon mal sehr interessant. Wir haben hier drin, es ist eine total neue Erfahrung, weil ich habe auch nicht wirklich Unboxings-Videos hierzu gefunden. Das finde ich sehr spannend. Vielleicht hat ja Sugarfari, vielleicht habt ihr Interesse.
Kooperation. Keine Ahnung. Wir haben in dieser Box diesmal, diesen Monat, geht die süße Reise nach Australien. Finde ich schon mal sehr schön. Hier ist so ein Zettel dabei. Schnapp dir dein Surfboard und ab geht's. Okay, da steht was dazu, was hier so drin ist. So. Wir schauen mal rein. Ihr habt hier so wieder dieses... Ich glaube, die kann man... Wie war das, wenn man die aneinander leckt? Dann kleben die aneinander. Toll. Was haben wir denn hier drin? Wir haben einmal hier sicher eingepackt, was zu trinken. Sekunde. Ha! Ah. Das wollt ihr doch alle. Ja, gut. Klappt gerade nicht so gut. Ein Getränk, das ist schon mal ganz nett. Das gibt's ja bei der Vernasche die Weltbox nicht so oft. Nur selten. Lemon und Pajero Gold Lemony Stuff. Ist auch hier mit Fun-Ding. Bla bla bla. Hat gut Kalorien. Ich probiere es jetzt einfach mal, einfach weil ich es kann. Ist auf jeden Fall noch gut was drauf. Es ist gut angekommen, so dass es hier nicht total aufspritzt. Ist auch schon mal wichtig. Gut, hat halt einen Lemmengeruch. Peroa. Keine Ahnung. Ich kann es ja auch mal reinhalten. Wäre auch mal sinnvoll. So. Ich sag mal Prost. Ist halt nicht gekühlt, ne? Lecker. Ist halt so was Lemmenmäßiges, aber ich kann nicht, ich weiß nicht wirklich, was da noch dran sein soll. Ich kann das nicht identifizieren. Steht hier auch, oder? Warte mal. Ne, steht doch nicht wirklich drauf, was ich. Ich habe keine Ahnung. Peru, warte mal. Ich muss googeln. Ich will wissen, was Peroa. Was ist Peroa? Lemon and Peroa. Oder kurz L&P. Ausschließlich in Neuseeland hergestellt und vertrieben wird. Dann kriege ich es in Australien. Ah, okay. Leicht süß, ja. Das ist aus Peroa. Das ist eine Kleinstadt im Hauraki-District der Region Waikato auf der Nordinsel von Neuseeland. Wieder was gelernt, das ist doch wunderschön. So, jetzt schauen wir mal, was hier noch drin ist. Wir haben hier einmal Zappo. Sour Grape Flavor Juice. Hier, für euch. Ich würde mal sagen, ich probiere mal. Kann man hier so schön aufreißen. So, schauen wir mal. Warte. Was ist scheinbar so ein Kaugummi? Nicht Kaugummi, oder Kaugum-Ding. Also, Kau. So, bläh. Hier fokussier. In so einem, kennt ihr? So ist schöner. Ja, Grape war Traube, ja. Traube. Ich pack's mal aus. Viel Verpackung, gut. So, sieht halt jetzt unspektakulär so aus. Hallo Hand. Ist halt ein Kaugummi-Bonbon. Dieses Video verzögert sich mit seinem Ende ein paar Minuten, weil ich kaue. Ist auf jeden Fall lecker. Ist halt eher was, wo man länger dran ist, sag ich mal. Es ist zu vergleichen mit dem. Ja, mit Mao-Am so ein bisschen.
Der Traubengeschmack kommt, finde ich, auch ganz gut raus. Also. Schmeckt gut. Hat mir gut gefallen. Ist nicht zu süß oder so. Alles bestens. So, hier ist so viel Füllstoff drin, dass ich nicht erkenne, was sonst drin ist. Wir haben hier einen, oh, von Cadbury, ein Caramello-Koala. Habe ich auch noch nie gesehen. Auf jeden Fall sind hier Sachen drin, die ich noch nie gesehen habe. Das ist schon mal cool. So, also Caramell-Koala, ja. Was kann man jetzt erwarten? Ein Koala. Tütö. Ja, schmilzt. Ich beiße mir jetzt meinen Kopf ab. Ich sag euch, Cadbury-Schokolade ist geil. Und mit einer flüssigen Karamell-Note da drin, sehr, sehr geil. So, was haben wir denn noch hier? Wir haben noch von Arnott's Tim Tam, das Original. Hat ein 0,5 Health-Star-Rating, was auch immer es heißen mag. Hier, Tim Tam. Sind irgendwie so Kekse? Keine Ahnung. Ich kenne Tim Tam nicht. Ah, es ist in Schokolade ein... Also, ach nee, das sind gar nicht mehrere, das ist eins. Hier, in Schokolade gehüllt. Man sieht so ein bisschen die Doppel... Deswegen dachte ich erstmal, es wären zwei. Ist aber eins. Mal gucken. Eine richtig leckere Vollmilchschokolade drumherum. Und innen drin ist so ein knuspriger Keks. Seht ihr ja hier so ein bisschen. Und das ist nicht nur Keks in der Mitte. Ich weiß nicht, ob man das gut erkennen kann. Das ist auch nochmal so eine Cremeschicht. Schokolade. Bläh, geschmilzt. Und das komponiert miteinander sehr, sehr gut, muss ich sagen. Sehr, sehr lecker. So, was haben wir noch? Oh, hier ist ganz, sind ganz viele Kleinigkeiten. Okay. Hier haben wir nochmal von Allen's Milko. Hat sowas Karnevalsmäßiges. Ist wahrscheinlich auch wieder so ein Frucht, also Karneval, also Kau-Dingen. Ich mach's mal auf, aber das ist ja immer so ein Akt. So. Kennt ihr das, wenn das hier so abreißt? Das ist ein Traum. Ja, das ist auch das Problem bei den deutschen Dingern. Ach. So, sieht sehr unspektakulär aus. Ich nehme jetzt nur mal einen kleinen Bissen, weil sonst kaufe ich wieder mehr sonst was ab. Ich weiß nicht, ob man es lesen kann. Hier steht Contains Milk. Und es hat auch so einen leichten Milchgeschmack. Das ist ganz interessant. Es ist so halt so. Kennt ihr das von... mir fällt jetzt nur dieser Vergleich ein. Von so einem warmen Schokopudding, Vanillepudding. Ja, Vanillepudding. Die Hautschicht da drauf, das noch so ein bisschen in diese Richtung geht das nur, aber dann nur mit Milch halt, wenn es so eine etwas dicklicher, so ist die Konsistenz so ein bisschen, also schon was fester, aber so in diese Richtung geht das. Schmeckt aber eigentlich ganz gut, also ist okay. So, dann haben wir von Allen's nochmal eins, Red Skins, das ist wahrscheinlich irgendwann mit Beeren. May contain milk. Könnte Milch beinhalten. Wahrscheinlich, weil es in einer ähnlichen Ecke produziert wurde. Ui, das ist ganz schön. Ich hätte jetzt nicht gedacht, ich meine, Red und so, okay, aber dass es so kräftig ist in der Farbe. Mmh. Mmh.
Also es ist richtig, so rote Früchte, so richtig, richtig fruchtig. Also es hat wirklich richtig viel Geschmack. Wenn man solche Dinge mal hat, dann sind die ja so ein bisschen. Aber das entfaltet jetzt sogar, nachdem ich ein bisschen drauf gekaut habe, aus dem Innersten noch immer einen Geschmack. Das ist geil. Ist auch wie Schatzsuche hier. Ich tue nur so, als würde ich nichts finden. Weil ich noch kaue. Okay, wir haben nochmal Cadbury. Original Chocolate Fish. Chocolate Covered Marshmallow Fish. As Kiwi as. Okay. Typisch, ich weiß nicht. Australisch hier, Flipflops. Mal gucken, Marshmallow, Schokolade klingt ja schon mal erstmal nicht schlecht. Probiere mal. Ich bin ja auch ein riesen Cadbury-Fan, ne? Ich glaube, ich hab's hinten ein bisschen gedrückt. Ach, das ist so ein. Oh. Es ist ein langer Fisch. Hier. Ich hab's hinten ein bisschen, nee, hier habe ich es gedrückt. Dünne Schokoladenschicht. Cadbury. Lecker. Innen drin halt sowas. Richtung Erdbeere. Haut mich jetzt nicht extrem vom Hocker. Dieses fluffig Marshmallow da drin ist aber nicht so, dass es sich so total in die Länge zieht. Ihr seht ja, ich kann ja direkt wieder reden. Das kann man sehr gut schnell essen, sage ich mal. Ich kaue also nicht ewig drauf rum oder es zieht sich in die Länge. Das geht schon ganz gut. Aber ich finde die Kombi jetzt so ist okay. Aber es gibt Besseres. So, ich glaube, jetzt kommt das Letzte. Ich muss mal hier. Ich glaube, ja. Ich glaube, es war's. Hallo. Oh Gott, das ist eine Sauerei hier. Wir haben zum guten Schluss nochmal. Fabulicious Sherbet Fizz. Keine Ahnung. Es sieht fast aus wie Cadbury, ist es aber nicht. AMG's New Zealand's Finest. Hier. Keine Ahnung, was das drin ist. Das ist wahrscheinlich Schokolade. Was sonst? Oh. Ich glaube, es ist doch keine Schokolade. Es ist blöd aufzukriegen. Oder ich habe blöd geöffnet. Ja, es. Okay. Ihr seht schon, das sind so zwei. Ja, sind aneinander geklebt. Bisschen. Passiert. Boah. Hier, wunderschön. Mit irgendeiner Füllung da drin. Wohlbekommt. Es gibt ja Leute, die bekommen von zu viel Süßem Zahnschmerzen und sowas. Das wäre prädestiniert dafür, weil das ist gefühlt geschmackvoller roter Zucker, also hier so in die rote Früchte-Ecke. Mit innerem Zuckerguss oder so. Wobei es innen drin ein bisschen säuerlich ist.
steht denn hier bei? Gar nichts Besonderes. Ah, hier. Achso. Ein Piece ist one surf. Gut. Lass mal hier rausnehmen. Interessante Box. Wir hatten jetzt drin das Getränk. Wohl bekommt. Oh, lecker. Dann hatten wir hier die Trauben Kaubonbons. Dann hatten wir so Milch Kaubonbons. Dann hatten wir Red Fruit Kaubonbons, die sehr, sehr lecker sind. Dann hatten wir hier noch dieses Keks-Teil-Dingen mit Schokolade umhüllt. Von Cadbury einmal den Koala mit Karamell drin. Den Fisch mit so einer komischen Füllung, Marshmallow. Und dann halt das Ding hier. Insgesamt also 1, 2, 3, 4, warte mal, langsam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Sachen für 14 Euro. Wenn man es im Halbjahres- oder Ganzjahresabo ist es ca. 12,50. Die Vernasche, die Weltbox hat ja eher Größe. Was ist mit dem Fokus los, Kamera? Hat ja eher größere Sachen? Oder was mehr? Schwerer, sag ich mal. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie die anderen Boxen hier so sind. Was aber auffällt, es. Oh gut, es ist Cadbury dabei, was man so vom Namen kennt. Aber es sind Cadbury-Sachen dabei, die. Ich bin ja öfters mal im English-Shop, wo ich Cadbury ohne Ende habe. Ich kenne mich da ein bisschen aus mit Cadbury. Aber die Sachen von Cadbury kenne ich null. Und auch andere Sachen hier, die eher was heimischer sind. Die komischen Dinger hier, die sehr zuckrig und irgendwie doch sehr geil sind. Oder auch die Chewing-Dinger hier. Die Kaubonbons, sage ich mal. Sind schon lecker. Was steht denn hier eigentlich drauf? Schnapp dir dein Surfboard. Ja, den Anfang machen die berühmt-berüchtigten Tim-Tams, die mittlerweile weit über die Landesgrenzen bekannt sind. Im Anschluss wird süß mit dem Sherbet Fizz, bevor uns Zappo Grape mit seinem Traubengeschmack umhaut. Die australische Fauna genießen wir mit dem Caramello Koala und dem weichen Chocolate Fish. Zum Schluss knabbern wir noch etwas am Redskin und Milko, bevor wir das Ganze mit einem erfrischenden Schluck L&P runterspülen. Ja. Hätte mich gar nicht so extrem gespoilert, weil es mir gar nicht so viel sagt. Ist gut verpackt, sage ich mal. Hat halt diese ganzen Dinger. Ich weiß nicht, ob das jetzt umweltschonend, technisch, keine Ahnung. Die kann man ja so hier so total klein drücken. Fällt mir gerade auf. Da habe ich auf jeden Fall, wenn ich irgendwas verschicken will, Verpackungsmaterial. Das ist gut, weil ich will was verschicken. Was zerbrechlich sein könnte. Na, ist ja ganz praktisch, dass ich jetzt habe so eine riesen Box voll. Ja, Preis-Leistung? Weiß ich noch nicht so recht. Es ist halt wirklich alles, was man hier nicht so in der Ecke bekommt. Deswegen würde ich schon sagen, ist es eigentlich ganz gut. Ist auch ein Probeabo, 14 Euro. Knapp ein Euro pro Sache. Dafür, dass es halt bei uns nicht verfügbar ist. Ja, nicht ein Euro, 8 Sachen. Sagen wir mal 12,50. Sind ca. 1,50 pro Sache. Ich sag mal, gut, die kleinen sind das jetzt nicht unbedingt wert. Die, das hier schon eher. So von dem, was es hergibt. Und ich weiß nicht, habe ich mir mehr erwartet? Ich weiß es noch nicht so genau. Ich bin gespannt auf die anderen Sachen, die ich hier rumfliegen habe. Die kommen dann in den nächsten 4 Videos. Gucken wir mal rein, ob ich mir noch mal was hier von hole, weiß ich echt nicht. Ich habe die Vernasche, die Weltbox, ob die hier... Ich habe es jetzt auf jeden Fall mal getestet und mal gucken, wie die anderen Sachen... Wenn die mich gut überzeugen, dann kann ich mal überlegen, ob ich vielleicht noch mal einen Monat mir gönnen sollte. Und ja... Das soll es auch gewesen sein. Ich hoffe, euch hat mal eine Schuckafari-Box gefallen, das mal was anderes zu sehen, außer Vernasche die Welt, so ein bisschen über den Tellerrand schauen. Und es war ja auch lecker, muss ich ja sagen. Preis-Leistung,
Weiß ich noch nicht. Es sind auf jeden Fall neue Erfahrungen, die man hier sammelt. Deswegen ist es ganz interessant. Und ja, dementsprechend lasst gerne ein Like da, einen Kommentar, wenn ihr noch andere Ideen für Boxen oder sonst was habt. Vielen Dank an die Patita für den Tipp. Ich guck mal, was in den anderen Sachen noch drin ist. Werdet ihr ja noch sehen. Und ja, in diesem Sinne, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Fröhliches Gefutter. Ich esse hier auch jetzt noch mal ein bisschen was. Und in diesem Sinne, macht's gut. Euer Raketen-Idee.